David Kriesel ist Data Scientist. Und der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch vom 31C3, wo er den relativ bekannt gewordenen, berühmten Xerox-Scanning-Bug-Vortrag gehalten hat. Dieser hat ihn offensichtlich nicht nur hier bekannt gemacht, sondern sogar auch zu internationaler Bekanntheit verholfen. Und damit begrüße ich ihn und freue mich auf einen spannenden Talk und bitte euch nochmal um einen ganz, ganz herzlichen Applaus für David. Dankeschön. Ja, danke schön. Herzlich willkommen auch nochmal von mir, auch an die Leute im Internet und auch an die Leute vom Spiegel, von denen ich weiß, dass sie anwesend sind. Es ist schön, wieder hier zu sein. Mein Name ist David Kriesel. Ich bin Informatiker aus Bonn und ich mache beruflich, es wurde schon gesagt, Data Science und Machine Learning. Und salopp gesagt, versuche ich für meine Arbeitgeber aus großen Datenmengen Wissen zu ziehen. Und seit 2014 habe ich knapp 100.000 Artikel von Spiegel Online Gevorratsdaten speichert. Und das habe ich einfach niemandem erzählt. So. Und während ich da so 2,5 Jahre sitze und das niemandem erzähle, ist die Stimmung medial irgendwie umgeschlagen. Vor 2,5 Jahren war die Welt noch in Ordnung. Und heute ist die Rede von Lügenpresse und Fake News. Und genau aus dieser Zeit des Stimmungsumbruchs haben wir jetzt einen riesigen Datensatz über den vielleicht größten Meinungsmacher unserer Nation. Und mit diesem Datensatz werden wir heute zwei Sachen machen. Erstens, wir werden den Datensatz durchleuchten und was über Spiegel Online lernen. Und zwar so, dass ihr das auch mit nach Hause nehmen und beim Lesen dann anwenden könnt. Und zweitens, wir werden Einblick erhalten, wie die Datensammelwut von heute funktioniert und wie mächtig oder vielleicht auch nicht mächtig die ist. Und das machen wir so, dass es für jeden verstehbar ist, nicht nur für Informatiker. Und zusätzlich werde ich, wie in meinem letzten Vortrag vor 2 Jahren, ein bisschen aufs Gesellschaftliche eingehen und wir werden an ein paar passenden Beispielen beleuchten, wie die moderne Datenverarbeitung unsere Gesellschaft beeinflussen kann. Und ob wir die Welt mit dieser allumfassenden Datensammelwut besser oder schlechter machen, das kann dann ja später jeder von euch für sich selbst entscheiden. Am besten fangen wir an, indem ich kurz beschreibe, wie genau Spiegel Mining funktioniert. Rund um die Uhr, alle paar Minuten, schaut einer meiner Server vollautomatisch auf Spiegel Online nach, ob dort neue Artikel stehen. Und werden neue Artikel gefunden, dann werden die runtergeladen und abgespeichert. Und auf diese Weise hat der Datensatz einen coolen Vorteil, der jetzt vielleicht nicht sofort ersichtlich ist. Ich erhalte neue Artikel binnen Minuten, nachdem sie veröffentlicht wurden. Das heißt, ich kriege die im Originalzustand, also vor allen Verbesserungen und Änderungen, die im Nachhinein vorgenommen werden. Und das ist natürlich viel aussagekräftiger. Man erhält einen unverfälschten Eindruck. Und es ist nicht so, wie wenn man Artikel runterlädt, die vielleicht schon Jahre alt und 1000-mal editiert sind. Aus den runtergeladenen Artikeln lese ich dann sogenannte Features. Feature ist einfach das Fachwort für ein Artikelmerkmal. Ganz einfache Features eines Artikels können zum Beispiel der Veröffentlichungszeitpunkt oder die Rubrik sein, in der der Artikel steckt. Und die Features nehme ich dann und mache damit Auswertungen. Vor denen sehen wir heute noch ein paar. Und die interessanten unter den Auswertungen nutze ich dann, um auf meiner Seite eine Blogartikelserie zu schreiben und meinen Lesern einen Einblick in Spiegel Online und in die Data Science gleichermaßen zu geben. Und das war's. Spiegel Mining in wenigen Minuten. Und am Anfang machen wir jetzt ein paar sehr einfache Auswertungen. So sehen wir, wie das funktioniert und verschaffen uns gleichzeitig so einen Überblick über Spiegel Online. Und als erstes zählen wir mal, wie häufig die einzelnen Rubriken so vorkommen. Das ist die Ansicht. Die Größe der Kreise gibt die Artikelanzahl pro Rubrik wieder. Und wie wir sehen, wird Spiegel Online dominiert von Politik. Das ist der große rote Kreis rechts oben. Vom Panorama, das ist der grüne Kreis in der Mitte. Und vom Sport, das ist der fliederfarbene Kreis ganz unten. Ich weiß, was fliederfarben ist. Ich höre schon Leute lachen. Also die drei Rubriken, die machen zusammen die Hälfte der Artikel aus. Und das nächste super einfache Feature ist der Veröffentlichungszeitpunkt von jedem Artikel. Damit messen wir jetzt einfach mal, wie viele Artikel Spiegel Online am Tag so schreibt.
Ne, der Plot sieht jetzt richtig, richtig krass unordentlich aus, dass man da fast keine Werte erkennen kann. Das liegt an den Wochenenden. Und da wird um die Hälfte weniger veröffentlicht als normal. Und deswegen schwankt das so krass. Und hier gibt's dann auch gleich den ersten Bericht aus der Praxis. Wie man deutlich sieht, habe ich Anfang März 2015 ein paar Tage Loch in den Daten. Ja? Und der Grund ist, dass der März ein Monat mit Ä ist. Ja? Also, mir ist das nach kurzer Zeit zum Glück aufgefallen. Also, wenn ihr Daten aufnehmt, dann programmiert euch bitte mal irgendeine Form von Warnsystem, das anschlägt, wenn länger keine Daten mehr eintrudeln. Ich hatte das zum Glück und das hat mir hier sehr geholfen. Und jetzt schlägt es in ein paar Minuten an und da hatte ich irgendwie so ein paar Tage, keine Ahnung. Zurück zum Plot. Wegen der Unordnung mit den Wochenenden ändern wir jetzt unseren Plot und berechnen statt den Artikeln pro Tag jetzt die Artikel pro Woche. Und man sieht jetzt auch was und da sehen wir, dass Spiegel Online im Schnitt so 700 Artikel die Woche veröffentlicht, also so 100 am Tag. Ne? Und das ist schon ziemlich viel Output. Übrigens, die beiden krassen Einbrüche, die ihr hier seht, das sind die Weihnachtswochen. Da wird weniger veröffentlicht und der Datensatz für diesen Vortrag ist vom 4. Dezember. Deswegen ist dieser Weihnachts-Low dieses Mal einfach noch nicht drin. Und wir haben jetzt Features einzeln betrachtet, aber richtig interessant wird's, wenn wir Features zusammen betrachten. Ne? Wir verwursten jetzt also mal Veröffentlichungszeitpunkt und Rubrik zusammen. Und dann können wir sehen, dass beispielsweise der Output in den Rubriken Panorama und Politik stabil ist. Während Wissenschaft und Uni-Spiegel ganz schön zusammengestrichen wurden. Das gilt übrigens in abgeschwächter Form auch für andere Ressorts. Solche Infos, welche Ressorts gerade gerupft werden, sind zum Beispiel relativ interessant, wenn man Konkurrent von Spiegel Online ist. Das kann man ohne weiteres auslesen. Und wir sehen, geschickt Features ausdenken und zusammenstöpseln ist die halbe Welt. Jetzt nehmen wir mal die Textlänge der Artikel dazu. Hier sind die typischen Artikellängen im Spiegel angegeben und zwar pro Rubrik. Und man sieht, dass der typische Kulturartikel ja, fast dreimal so lang ist wie der typische Panorama- oder Sportartikel und immerhin noch doppelt so lang wie der typische Politikartikel. Und jetzt hatten wir schon gesehen, dass Panorama, Sport und Politik trotz ihrer kurzen Artikellängen genau die drei dominierenden Ressorts sind. Und daraus können wir folgern, dass Spiegel Online es eher auf Reichweite anlegt und auf Abdeckungsbreite als auf Tiefe. Ja, die Strategie Reichweite um jeden Preis scheint Spiegel Online auch noch so zu verstärken. Die zusammengestrichenen Rubriken waren alles welche mit eher langen Texten. Und bevor das jetzt hier falsch ankommt, ich sage das ohne jede Wertung im Sinne von gut oder schlecht. Ja, das ist ja eine valide Strategie für ein Medium. Und ich beschreibe einfach nur gemessene Daten. Und es ist keineswegs der Zweck der Veranstaltung, irgendwie substanzlos in Richtung von Spiegel Online zu haten. Ne, wer hatet, wird nicht ernst genommen. Das habe ich ja in meinem letzten Vortrag schon ausführlich beschrieben. Und die meisten Sachen, die hier im Vortrag noch kommen, denkt daran, die sind bei den anderen wahrscheinlich ähnlich. Wichtig ist auch, dass man mit den Features experimentiert. Ne, hier ist zum Beispiel ein Diagramm, das zeigt das Veröffentlichungsvolumen pro Wochentag und Stunde. Ne, die Zeilen sind die Wochentage und die Spalten sind die Stunden eines Tages. Pro Wochentag und Stunde sehen wir einen Block und in den großen Blöcken sind viele Artikel erschienen und in den kleinen wenige. Ja, und jetzt lernen wir daran mal, wie es in der Data Science zugeht. Erstens, in der Data Science findet man immer wieder Botschaften bestätigt, die man vorher schon erahnt hat. Ja, das ist der langweilige Teil der Data Science. Ja, aber das ist gut, um die eigenen Messverfahren zu überprüfen. Wir sehen hier, zu den unchristlichen Zeiten wird viel weniger veröffentlicht. Ja, bahnbrechende Erkenntnis, auch der Spiegel Online-Redakteur möchte mal schlafen. Zweitens. In der Data Science findet man aber auch immer wieder Systematiken da, wo man keine erwartet hat. Und das passiert oft dann, wenn man Features verbindet. Wir färben jetzt mal jeden dieser Blöcke ein nach der typischen Textlänge. Ja? Rote Blöcke enthalten typischerweise lange Texte und blaue Blöcke eher kurze. Und zack, es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Tageszeit und Länge der Artikel. Ja? Für mich als Nicht-Journalisten war das damals überraschend. Die typische Länge der veröffentlichten Artikel, die ist von Montag bis Freitag zwischen 5 bis 6 Uhr früh am größten. Das Gleiche am Wochenende. Hier gibt es zum Tagesstart auch nur längere Artikel, ein bisschen später natürlich. Ne? Und das Rätselslösung zu diesem Phänomen kommt später noch. Und als Drittes ist die Data Science natürlich auch dazu da, fieseste Vorurteile zu schüren. Ich führe euch das mal vor.
Jetzt gebt mir bitte mal ein Handzeichen. Wer von euch denkt, dass die Leutchen aus dem Kulturressort morgens bitte gerne ein bisschen länger pennen als die anderen? Also, vielleicht fürs Internet. Wir haben einen Raum von 1600 Leuten, der ist proppenvoll und fast alle haben die Hand gehoben. Und die Lösung ist, stimmt, ja. Die Kulturwissenschaftler veröffentlichen typischerweise später. In der oberen Verteilung sind alle Artikel außer Kultur, ja, da ist ab 5 Uhr morgens Aktivität. Und in der unteren Verteilung sind die Kulturartikel, da geht es mindestens 2 Stunden später los. Aber zum Ausgleich gehen die auch früher nach Hause. Aber damit wir hier nicht wirklich Vorurteile schüren, ne, ich war bei Spiegel Online eingeladen im Oktober und da habe ich das auch so gesagt. Und dann haben sie gesagt, David, nein, nein. Ja? Manche Artikel werden natürlich auch vorab gescheduled, ne, das will ich hier fairerweise dazu sagen. Und ich mache das auch als Ermahnung, dass ihr, wenn ihr darin arbeitet, immer nochmal selbst nachdenken müsst, wenn ihr was ihr aus solchen Auswertungen wirklich folgern könnt. Ne? Besonders dann, wenn ihr schon mit einem Vorurteil da reingegangen seid, so wie wir jetzt. Ne? Und wir haben gerade gesehen, wie solche Auswertungen grundsätzlich funktionieren. Also können wir jetzt einen Schritt weitergehen. Und im Internet wird es ja immer genau dann besonders knusprig, wenn personenbezogene Daten ins Spiel kommen. Also habe ich mir gedacht, es wäre doch mal ein nettes Feature, wenn wir mal die Autoren aus den Spiegelartikeln rauslesen. Und das machen wir jetzt. Und die werten wir gleich auf 2 Arten aus. Die erste Auswertung wird eine ganz neue Auswertung in diesem Vortrag, also eine ganz neue Art. Und die zweite Auswertung wird ein bisschen politisch inkorrekt. In unserer ersten Auswertung werden wir versuchen, Spiegel Online interne Personalstrukturen einfach von außen zu lesen. Wenn man zu jedem Artikel eine Liste an Autoren hat, dann weiß man ja nicht nur, wer jeden Artikel geschrieben hat, sondern man weiß auch, wer mit wem schreibt. Und bei Autoren, die oft zusammen Artikel schreiben, dürfen wir davon ausgehen, dass die intensiv zusammenarbeiten. Wir wissen also sozusagen, welche Autoren wichtig füreinander sind, was die Artikel angeht. Wer wenig oder gar nicht zusammenschreibt, der ist in dieser Ansicht nicht wichtig füreinander. Aus diesen Wichtigkeiten können wir dann eine Autorenlandkarte bauen und hier ist sie. Ja, das ist ein Teil des sozialen Netzwerkes der Spiegel Online-Autoren, generiert über die letzten 2 Jahre und jeder Autor ist so ein Bubble. Und Autoren, die nur ganz selten vorkommen, die habe ich hier gefiltert. Und man sieht genau, Entschuldigung, dass es da Grüppchen von Autoren gibt, die sich dichter zusammentun. Und das sieht aus, als wären es die Teams. Und jetzt müssen wir natürlich kontrollieren, ob unser Durchleuchten von außen auch wirklich funktioniert. Und um das zu machen, färben wir die Autoren mal nach ihren Ressorts ein. Die Ressorts, die kriegt man aus dem Spiegel Online Impressum. So, und siehe da, in vielen Fällen haben sich tatsächlich die Ressorts vollautomatisch in der Landkarte zusammengetan. Ja, hier in Pink ist Sport, Wissenschaft und Gesundheit, Netzwelt, Politik, ne, bisschen verteilter, habe ich jetzt nicht alle eingekreist, Panorama, Reise, ne, ich nenne jetzt nicht alle Teams, aber ihr seht das Prinzip. Die hellblauen verteilten Punkte, die sind übrigens das Team von Bento, die arbeiten ein bisschen übergreifender, das ist die Kinderausgabe vom Spiegel, wer das nicht kennt. Und der Punkt ist, wir haben wirklich jetzt relativ genau von außen durchleuchten können, ja, wer intern mit wem in einem Team steckt. Und der Witz ist, schaut die ganzen grauen Bubble an. Ja, die sind grau, weil sie nicht mehr über das Spiegel-Impressum zugeordnet werden konnten. Das sind zum Beispiel ausgeschiedene Kollegen. Ja, der Spiegel-Chefredakteur ist kürzlich auch grau geworden. Ja, und das sind, aber durch ihre Nähe zu den gefärbten Gruppen, können wir die trotzdem Gruppenteam zuordnen. Wir können also was über die sagen, obwohl wir eigentlich gar nichts über die wissen. Und sowas ist denn interessant. Wir können also einfach live von außen über die Personalstrukturen Buch führen. Aber jetzt, ihr wartet bestimmt schon alle zum politisch inkorrekten Teil. Ich möchte euch nämlich für was sensibilisieren. In diesem Plot ist jede Zeile ein Autor und von links nach rechts vergeht die Zeit. Und jeder farbige Strich ist ein vom jeweiligen Autor veröffentlichter Artikel. Und wenn wir die Autoren kennen, und das tun wir ja jetzt, dann wissen wir natürlich auch sehr genau, wer wann veröffentlicht. Wir sehen zum Beispiel diese Zeile mit regelmäßigem Muster. Das ist ein Kolumnist, der veröffentlicht genau im Wochentakt, bis auf ein paar Ausnahmen. Und bei den Leuten, die Tagesgeschehen veröffentlichen, ist die Dichte höher. Und das heißt, wir wissen bei denen umgekehrt auch relativ gut, wann die Urlaub machen. So,
Das sind nämlich die Lücken in den dicht gefüllten Zeilen. Und wenn wir aber die Urlaube ungefähr kennen, dann wissen wir auch ungefähr, wessen Urlaube sich überproportional überschneiden. Ne? Sachen wie Weihnachten, die fast alle Urlaub machen, die kann man ja einfach rausrechnen. Ne? Und ich appelliere jetzt an eure Berufserfahrung und mutmaße mal ganz wild, dass ihr auch schon mal Kollegen hattet, die irgendwie immer gleichzeitig in Urlaub waren. Ne? So, also Spaß beiseite, aus solchen Daten kann man ohne weiteres lesen, wer mit wem was hat. Ne? Jetzt wisst ihr auch, warum ich die Autoren hier anonymisiert habe. Es ist übrigens total klar, dass das, was wir hier finden, nur die nicht alles Pärchen sein müssen. Ne? Das sind die Pärchenkandidaten. Aber wenn man an der Praxis und sowas interessiert ist, dann ist man damit ja schon mal auf 99% des Weges zum Ziel. Ne? Es gibt Firmen, die werten sowas aus, so illegal das auch ist. Jetzt habt ihr alle gerade gelacht, ne? Kann ich mal um Handzeichen bitten, wer von euch heute bei seiner Firma Urlaub genommen hat für, ja? Ja, über jeden gibt es solche Daten. Glaubt mir. Ja, und wir halten jetzt mal inne und dann machen wir uns nochmal klar, was wir gerade gesehen haben und was die gesellschaftlichen Implikationen sind. Was wir gerade gesehen haben, ist Wissensgewinnung über interne Firmeninformationen und über höchstpersönliche Lebensbereiche und aus Daten, die erstmal gar nicht danach aussehen. Wir hatten ja eigentlich einen Satz Spiegelartikeln und plötzlich und überraschend haben wir gute Anhaltspunkte, wer mit wem was hat und wir können Teamstrukturen erahnen. Und damit komme ich zur wichtigsten Message des Vortrags. Wenn ihr Daten veröffentlicht, dann entscheidet nicht ihr, was ihr da veröffentlicht. Das entscheidet der Gegner. Wir haben noch nicht mal die Daten selbst betrachtet. Ja? Wir haben die Artikel selbst ja gar nicht angefasst. Was wir angefasst haben, waren nur Metadaten. Zeiten und Autoren, genau wie bei der Vorratsdatenspeicherung, das sind ja auch nur Metadaten. Ne? Gebt mir mal ein paar Monate eurer Metadaten. Ja, einfach nur, wem ihr wann Mails und WhatsApps geschickt habt und wann ihr auf welchen Webseiten wart. Keine Inhalte. Danach kann ich euch sagen, wer eure besten Freunde sind, ja, ob ihr eine Affäre habt, wie ihr sexuell orientiert seid, ob ihr schwanger seid, ob ihr eine Krankheit habt, ja, was eure politische Einstellung ist, wie euer Glaube ausgerichtet ist und ob ihr finanzielle Probleme habt und alles, was ich gerade vergessen habe. Ja, das Missbrauchsprofil für einen solchen Datensatz wie den der Vorratsdatenspeicherung, das kann man gar nicht in Worte fassen. Und ich will da überhaupt nicht mit Verschwörungstheorien anfangen. Ja, wir können ja alle mal glauben, dass die Vorratsdatenspeicherung für die Aufklärung von Verbrechen nützlich sein kann. Das ist ja auch total plausibel. Und wir können ja auch mal glauben, dass die Personen, die die Vorratsdatenspeicherung jetzt etablieren, guten Willens sind. Lasst uns das einfach mal annehmen. Ja, und das heißt aber nicht, dass morgen keiner an die Macht kommt, der das vielleicht ganz anders macht. Ne? Was wir hier gerade erhalten, ist die Infrastruktur für eine Generalüberwachung, die selbst George Orwells Big Brother, ja, die Schamesröte ins Gesicht treiben würde. Und diese Überwachungs... Und diese Überwachungsinfrastruktur, die stellen wir jetzt extra schon mal bereit für den Fall, ja, dass eine zukünftige Regierung böswillig ist und sie nutzen will. Das ist, was gerade passiert. Jetzt haben wir einen kurzen Exkurs über Metadaten gemacht und wir gehen jetzt zurück zu Spiegel Online, ja, damit sich eure Laune wieder hebt. Und deswegen kommt jetzt ein kleiner Einschub, den könnt ihr dann direkt anwenden, wenn ihr das nächste Mal Spiegel Online lest. Und danach machen wir mal ein bisschen was Größeres. Ne? Als ich die Autoren aus den Artikeln rauslesen wollte, ja, da war ich irgendwann ziemlich genervt. Ja? Also manchmal stehen die oben unter dem Titel, wie hier links im Bild, oder die stehen unten wie rechts im Bild. Und wenn die Autoren oben stehen, sind sie ausgeschrieben und wenn sie unten stehen, sind es Kürzel. Oben stehen sie im wirklichen Satz, ja, hier zum Beispiel von Marcel Rosenbach und unten die Kürzel sind ohne Satz drumherum. Manche Autoren haben nur Vor- und Nachname und manche Namen haben aber auch vier oder fünf Worte, ne, wie zum Beispiel der freundliche Herr Philipp Alvarez de Sousa Soares. Das habe ich mir extra hier aufgeschrieben. Fünf Worte, das ist ein Name. Also Data Science kann technisch nervig sein, ne? Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Und jedenfalls habe ich mir gedacht, ja, what the fuck, warum stehen da Autoren in verschiedenen Formen und vor allem an verschiedenen Orten? Also habe ich mir mal das als Feature reingenommen, ob die Autoren oben oder unten stehen. Ja, und dann habe ich Messwerte zwischen den beiden Artikelgruppen verglichen, Autoren oben und Autoren unten. Und es stellt sich raus, wenn die Autoren unten stehen, also nicht namentlich ausgeschrieben sind, ist ein typischer Artikel, knapp 300 Worte lang. Ja, wir sehen hier die Verteilung der Artikellängen von Artikeln ohne ausgeschriebene Namen.
Und nach rechts werden die Artikel länger, da wird es immer weniger. Und stehen die Autoren aber oben, sind also ausgeschrieben, ist ein Artikel typischerweise mehr als 2,5-mal so lang. Ja? Knapp 750 Worte. Man weiß schon, womit man gegoogelt werden will als Redakteur. Ne? So. Und noch was, bei den langen Artikeln ist auch nur ca. 2%, bei 2% der Nachrichtenagentur mit dabei und bei den kurzen Artikeln ist bei knapp 80% der Nachrichtenagentur mit dabei. Also Fazit für euch zum mit nach Hause nehmen, wenn ihr längere Artikel wollt, die Spiegel Online selbst verfasst hat, dann achtet drauf, dass die Autoren dran geschrieben sind. Ne? Wenn ihr kurze Agenturmeldungen wollt, sind die Kürzel gut. So. Und jetzt, wir hatten ja schon gesehen, dass am Tagesanfang primär längere Artikel erscheinen und das waren eben in Wirklichkeit die selbstgeschriebenen. Ne? Die morgens ist der Prozentsatz von denen vergleichsweise hoch. Und jetzt können wir die Gelegenheit nutzen und einen Schritt zurücktreten und gucken, was wir bis jetzt gemacht haben. Und wir haben unsere Riesenmenge Artikel immer auf äußerst einfache Art und Weise auseinandergeschnitten und ausgewertet. Ne? Wir haben die in Wochentage oder Uhrzeiten auseinandergeschnitten oder in Rubriken. Und dafür, wie einfach diese Ideen sind, haben wir eigentlich schon ein paar ganz gute Ergebnisse bekommen. Aber was wir noch gar nicht gemacht haben, ist uns dem Datensatz mal inhaltlich zu nähern. Und das wäre doch total cool, wenn wir die Artikelmenge mal nach den wirklichen Themen, über die berichtet wird, auseinanderschneiden und auswerten können. Spiegel Online liefert uns hierbei auch eine gute Hilfe. Artikel werden dort verschlagwortet. Jeder Artikel bekommt von seinem Autor so um die 10 Keywords zugewiesen. Der Artikel links im Bild hat zum Beispiel die Keywords Politik, Ausland, Saudi-Arabien und König Salman von Saudi-Arabien. Also habe ich die Keywords mal ausgelesen über alle Artikel hinweg, habe ich um die 65.000 verschiedene Keywords gefunden. Und jetzt gucken wir, wie oft welche Keywords zusammen in denselben Artikel kommen. Ne, und Keywords, die fast ausschließlich zusammen vorkommen, die sind sozusagen verheiratet. Die sieht man einfach als eins in der Auswertung. Und umgekehrt gibt es natürlich Keywords, die beide für sich genommen existieren, aber nie oder fast nie zusammen. Ja, die sind dann unverwandt. Und dann gibt es noch einen interessanten Mittelweg. Hier ist ein Beispiel. Artikel mit dem Keyword Angela Merkel und die haben meistens auch das Keyword Politik und umgekehrt ist das aber nicht so. Das Keyword Politik ist viel größer und es gibt extrem viele Politikartikel ohne Angela Merkel. Und diese Keywords sind nicht dieselben, aber es ist klar, die haben eine Verbindung. Und wir messen also für alle 65.000 Keywords paarweise, wie verwandt die so sind. Und dann verbinden wir Keywords, die stark verwandt sind mit so ganz strammen, dicken Federn. Ich meine jetzt wirklich Federn im physikalischen Sinne, die die Keywords zueinander hinziehen. Zwischen schwächer verwandte Keywords kommen schwächere Federn, die werden dann länger. So, und jetzt machen wir eine Physiksimulation und schauen zu, wie sich diese abertausenden Federn zurechtzurren. Ja, verwandte Keywords werden jetzt tendenziell nah beieinander layoutet und weniger verwandte nicht so nah. Was hier entsteht, ist eine thematische Landkarte von allen Sachen, über die Spiegel Online in den letzten 2 Jahren berichtet hat. So, jetzt gerade sieht es so aus, als passiert da fast nichts mehr, aber gerade passiert die Detailarbeit. Das sieht man nur von so weit oben nicht und deswegen zoomen wir jetzt mal ganz weit rein, damit wir lernen, was wir da erschaffen haben. Hier ist die Volkswagen-Abgas-Affäre. Ja, wie ihr seht, haben die Keywords unterschiedliche Größen. Die Größe der einzelnen Keywords spiegelt die Anzahl der Artikel wider, die das Keyword innehaben. Und das sind sozusagen die Artikel, die in dem Keyword drinstecken. Und die Farbe zeigt an, was die vorherrschende Rubrik ist über alle Artikel, die in einem Keyword drinstecken. Dieses Ockergelb heißt Wirtschaft. Ja, passt. Der Witz ist, diese Darstellungsweise ist extrem mächtig und vielseitig. Über die Farbe der Keywords, da können wir mit dieser Darstellungsweise noch viel mehr Infos rüberbringen, als nur welche Themen verwandt sind. Und mit der Farbe können wir beliebige Messwerte anzeigen. Ne? Und wenn ich danach so farbige Keyword-Landschaften habe, dann können wir sehen, ob es zwischen Thema und Messwert einen Zusammenhang gibt. Und das machen wir heute auch noch. Aber erstmal gucken wir ein bisschen weiter rum. Hier sind verschiedene Flugzeugunglücke. Der Themenkomplex befindet sich zwischen Panorama, Grün und Politik, Rot. Wobei die politischen Anteile von dem Flugzeug kommen, das über der ukrainisch-russischen Grenze abgeschossen wurde. Jetzt versagt meine Singstimme. So, besser.
So, hier ist die Griechenland-Krise. Ja? Das ist offensichtlich ein Thema zwischen Politik und Wirtschaft, rot und wieder ocker. Und Wolfgang Schäuble ist da direkt mal als Aufpasser dazu layoutet worden. Interessanterweise hat er keine Farbe, der ist grau und das ist nicht altersbedingt, sondern es liegt daran, dass es im Keyword Wolfgang Schäuble kein dominierendes Ressort gab. Und jetzt machen wir mal was Topaktuelles. Das ist die US-Wahl dieses Jahr. Wir sehen Hillary Clinton und Donald Trump und alles, was da so drum rumwimmelt. Und das ist offensichtlich ein politisches Thema, es ist rot. Und man beachte, wie hier das Keyword E-Mails dazu layoutet wurde. Und von hier aus machen wir uns jetzt mal die Größe der gesamten Landschaft klar. Ich weiß nicht, wer heute Morgen von euch in dem Vortrag über Mikroskope war. Da hat der Vortragende immer und immer mehr reingezoomt, um klarzumachen, wie klein die Sachen sind. Und wir machen das jetzt umgekehrt. Wir wollen darstellen, wie riesig die Landkarte ist und wir zoomen immer und immer mehr raus. Wir haben rausgezoomt. Ja? Der alte Bildausschnitt ist dick eingerahmt, damit ihr seht, wo der ist. Und wir sehen, dass der US-Wahlkampf eingebettet ist in den größeren Landstrich der Auslandspolitik. Links sehen wir den Bürgerkrieg in Syrien, darüber der Islamische Staat und von da geht's über den islamistischen Terror weiter nach Frankreich. So. Ja, die Mathematik ist gnadenlos. Ne? Oben sind die aktuellen Türkei-Thematiken, also das ist deren Putschversuch und deren Demokratur. Und rechts von der Mitte ist Russland und der Ukraine-Konflikt und links unten ist Israel und der Nahost-Konflikt und wir zoomen noch weiter raus. Hier ist nun die gesamte politische Landschaft. Ja, diesmal haben wir mit zwei Rechtecken markiert, wo wir herkommen. Ursprünglich von der US-Wahl und dann von der Auslandspolitik. Also die Auslandspolitik ist oben rechts und unten rechts ist der Inlandsteil und seit Neuem gibt es einen riesigen Knubbel, der in der Mitte, das ist die Flüchtlingsthematik. Die ist mittlerweile so groß wie eine eigene Unterrubrik und die ist als dritte Kraft genau zwischen Ausland und Inland etabliert, ja, was ja auch genau passt. Wir zoomen nochmal weiter raus. Ja, jetzt kann man gar nichts mehr erkennen, ne, außer verschiedenfarbigen Landschaften. Ich sorge also mal für eine grobe Orientierung. Hier kommen wir her. Das Rote ist der Politikteil, rechts darüber in Giftgrün das Panorama. Das wird durchteilt von der Wirtschaft. Die Kette von türkisen Clustern entlang der Unterseite des Hauptkontinentes ist die Netzwelt. Blau im Osten ist der Kulturteil und so weiter und so fort. Ja, wir können jetzt nicht alle durchgehen. Ihr seht, die Gebiete gehen auch ineinander über. Und wir wissen jetzt fast, wie riesig diese Landkarte ist. Einmal rauszoomen, haben wir nämlich noch. Hier ist die große, weite Welt. Ja, den unteren Teil haben wir schon grob kennengelernt. Und hier sind wir eigentlich hergekommen. Und dem Rest der Welt etwas entrückt ist die Wissenschaft, dass ich sehe, ihr könnt das nachvollziehen und habt da auch mal gearbeitet. Und ganz weit weg vom Hauptkontinent ist der Sport. Ja. So, und jetzt sehen wir halt erstmal, wie groß das ist und wie breit der Spiegel angelegt ist. Und diese riesige Landkarte gibt es übrigens bei mir auf der Webseite. Da könnt ihr auch selbst drin rumforschen, wie in Google Maps, so drin rumscrollen. Das macht auch mehr Spaß, als wenn ich das hier nur vorkaue. Und darum geht es jetzt auch weiter. Wir wenden die jetzt an. Ja, Spiegel Online bietet unter sehr vielen Artikeln an, ja, das Gelächter geht los, bevor ich etwas gesagt habe. Ihr wisst doch gar nicht, was ich sagen will, ne? Dass man seine eigene Meinung dazu äußern darf. Und unter manchen Artikeln sperren sie diese Funktion aber. Ne? Und das untersuchen wir jetzt mal. Und ich hatte euch ja am Anfang des Vortrags gesagt, dass Artikel direkt ein paar Minuten nach dem Erscheinen von mir abgerufen werden. Also wenn ich sage, dass das, was nicht kommentiert werden darf, dann war das sehr wahrscheinlich direkt vom Start weg so. Ja? So schnell randaliert kein Mensch. Ja, also, bevor wir jetzt eine Themenlandkarte damit malen, schauen wir mal ganz kurz auf die zeitliche Entwicklung der Kommentierbarkeit. Und zwar einfach, damit wir eine Orientierung haben. In dem Plot sehen wir pro Kalenderwoche, wie viel Prozent der erschienenen Artikel kommentiert werden durften und wie viele nicht. In Rot sind die nicht kommentierbaren und Blau die kommentierbaren. Und als ich 2014 angefangen habe, runterzuladen, waren erstmal eine ganze Zeit so 80% der Artikel kommentierbar. Und genau seit dem Zeitpunkt der großen Flüchtlingsberichterstattung im Sommer 2015 ja, sinkt der Artikel der kommentierbaren Nachrichten kontinuierlich ab. Und jetzt seit kurzem ist wirklich die Mehrzahl der Artikel ohne Kommentarfunktion. Ne? Die rote Linie überholt die blaue. Und die Kommentierbarkeit wird übrigens nicht nur im Politikressort weniger, das passiert übergreifend in fast allen Ressorts.
und ob seitdem der Hass im Netz irgendwie themenübergreifend so viel schlimmer geworden ist oder Spiegel Online jetzt einfach so viel Angst vor fiesen Kommentaren hat, das kann ich aus den Zahlen nicht ablesen, das müsst ihr dann für euch selbst entscheiden. Interessant ist aber noch der kleine grüne Plot unten im Bild, ne? Das sind auch nicht kommentierbare Artikel. Aber bei denen steht so ein kleiner Entschuldigungstext dran, ja, dass hier die Kommentarfunktion wegen dem Netiquette und so weiter gesperrt ist. Ihr braucht das nicht lesen, ich bringe das nur zur Ansicht. Und diesen Entschuldigungstext haben sie zu Anfang der Flüchtlingsberichterstattung für Flüchtlingsartikel eingeführt. Und es scheint so, als war Spiegel Online da selbst ein bisschen unwohl mit dem krassen Anstieg der Kommentarsperrungen. Aber wie man am Plot sieht, haben sie den Hinweis ganz flott wieder aufgegeben, obwohl die Kommentiermöglichkeiten immer und immer mehr gesperrt werden. So. Und jetzt geht's zur Landkarte. Wir färben ein Keyword röter, wenn unterdurchschnittlich viele Artikel darin kommentierbar sind. Und wir färben ein Keyword eher blau, wenn das Keyword überdurchschnittlich kommentierbar ist. Und graue Keywords repräsentieren so den Durchschnitt, da sind dann so 70% kommentierbar und es gibt natürlich auch alle Farben dazwischen. Also wenn so ein Keyword wirklich aufleuchtet, dann ist das irgendwo am Ende der Skala oder am Anfang. Und die Landkarte stelle ich auch bald auf meine Webseite, die jetzt kommt, da könnt ihr da auch selbst drin rumklicken. So, und wir fangen mal mit ein paar einfachen Sachen an. Ja, ihr ahnt es, Sport darf man quasi komplett kommentieren, ja, knallblau. Und falls ihr euch fragt, was der knallrote Punkt da ist, das ist ein bestimmtes Artikelformat, das ist halt technisch ohne Kommentarfunktion. Ne? Sowas kommt schon mal vor, ich sag nur, dann, weil ich sonst gleich 13 Mal die Frage kriege. Und wo man in der Regel auch gut kommentieren darf, das sind Wissenschaftsthemen und Wirtschaftsthemen. Hier sind die Bahnstreiks, ja, da darf nach Kräften auf die Bahn eingekloppt werden. Und wo wir schon von Streik reden, ist bestimmt jeder hier im Raum sofort in Gedanken, ja, bei der Lufthansa. Die streiken ja als Hauptkonzernaktivität, alles blau, auch die dürfen fiese Kommentare abkriegen. Ich würde ja mitlachen, aber ich bin mit dem Flugzeug hier in Hamburg, ne? So, nach dem ganzen Blau, jetzt mal was Rotes. Knallrote Landschaft ergibt sich um die Justiz. Ja, das sind Berichte über die Kriminalität, Morde, Attentate, ja, the full package. Und hier will man bitte eher weniger Leserkommentare. Ja. So, die Justiz hat so 30% Kommentierbarkeit von den üblichen 70%. Hier ist die ganze Geschichte rund um den NSU-Prozess, der ist ja auch Thema. Tiefrot, ja, generell darf übrigens auch alles, was irgendwie mit Rechtsradikalen und Nazis und so weiter zu tun hat, eher wenig kommentiert werden. Und der Kernknubbel hier, der hat so um die 18% Kommentierbarkeit. Ja. Ist also noch weniger als Justiz und die waren schon rot. Was auch tiefrot ist, ist alles um die Flüchtlingsthematik und zwar nicht nur das Konkrete, sondern auch der weiter gefasste Rahmen, Asylrecht und so weiter, seht ihr sogar im Bild. Und von außen sieht das aus, als sperrt der Spiegel seine Kommentarfunktion komplett systematisch und zwar nach Themen. Ja? Und dass wir sowas direkt visuell rausfinden können, das macht diese Landkarte so unheimlich mächtig. Allgemein ist es in der Data Science nicht nur wichtig auszuwerten, es ist genauso wichtig, die Informationen möglichst anschaulich visuell aufzubereiten. So können dann nämlich auch Leute, die keine Informatiker sind, sofort komplexe Zusammenhänge erkennen. Es gibt ja nur eine Breitbandverbindung ins Gehirn, ne? Und das sind die Augen. Richtig interessant wird's, wenn man mal guckt, wie Spiegel Online die Kommentierbarkeit hart national ordnet. Das hier ist der ganze Nahostkonflikt um Israel, ja, wie ihr an dem satten Rot seht. Zum Nahostkonflikt und Israel hat man bei fast allen Artikeln die Klappe zu halten. So, und jetzt schwenken wir mal vom Nahostkonflikt zum Ukraine-Konflikt. Ja? Ja? Also, ihr könnt euch mit nach Hause nehmen, meine Damen und Herren, Russenbashen ist okay. Ja, was wir hier live und in Farbe sichtbar gemacht haben, ist nichts anderes als unsere westliche Filterbubble. Die kann man messen. Zum Iran darf man seinen Senf dazugeben, zu Großbritannien auch. Zur Türkei, da ist Spiegel Online sich noch nicht ganz sicher. Und Frankreich ist interessant. Ja? Diese Region der Landkarte, die möchte eigentlich blau sein. Aber die ganzen Keywords rund um die Terror-Serie dort, die sind knallrot und die strahlen in die Nachbarn aus. Und das schauen wir uns doch jetzt mal ein bisschen genauer an. Das sind alles Frankreich-Artikel, aber nach Zeit. Die blaue Linie ist das Aufkommen der kommentierbaren Artikel wieder. Und die rote Linie wieder das Aufkommen der nicht kommentierbaren. Und wir sehen,
wie Frankreich von 2014 bis 2015 erstmal überwiegend kommentierbar ist und die blaue Linie ist über der roten. Und hier ist die Terrorserie in Paris im November 2015 und es wird plötzlich enorm viel berichtet. Also sehen wir eine krasse Spitze an Frankreich-Artikeln, ne? Und davon sind die meisten nicht kommentierbar. Also Frankreich an sich dürft ihr gerne kommentieren, aber bezüglich der Anschläge dort bitte nicht. Ne? Und das Interessante ist, der Effekt wirkt fort. Seit der Terrorserie ist Frankreich generell nicht mehr so kommentierbar. Die rote Linie ist meist über der blauen. Jetzt treten wir wieder einen Schritt zurück. Ja, und natürlich sehe ich auch, dass der Spiegel Themenbereiche einfach aufgrund von Erfahrungen der Vergangenheit sperren kann. Ne? Und generell müssen wir auch zugeben, es ist das gute Recht von Spiegel Online zu entscheiden, wo und in welcher Form sie anderen auf ihrer Seite eine Plattform geben und wo sie das eben nicht tun. Aber genauso ist es halt auch unser gutes Recht, diese Systematik hier mal sichtbar zu machen. Und ich denke, das sieht insgesamt so aus, als verböte Spiegel Online genau zu denjenigen Themen die Kommentierung, bei denen zu erwarten ist, dass die Meinungen der Leser politisch nicht opportun sind. Ob das jetzt was über Spiegel Online aussagt oder über seine Leser oder irgendwie ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, das müsst ihr dann wieder selbst entscheiden. Was die Auswertung angeht, haben wir den Vortrag bis jetzt im Grunde zweigeteilt. Am Anfang haben wir die Artikelsammlung in nur wenige Töpfe unterteilt. Und danach haben wir die Artikelsammlung in viel mehr Töpfe unterteilt. Das sind die wenigen. Jeder Artikel konnte sogar in mehreren Töpfen sein. Das war ja so. Wenn ein Artikel mehrere Keywords hatte, dann war der auch in mehreren Töpfen. Und das war eine viel komplexere, aber auch viel mächtigere Art der Unterteilung. Und jetzt merkt ihr euch diese beiden Arten Unterteilung mal kurz. Und damit machen wir etwas Politisches. Wir gehen über zum Thema Wahlkampf. Ja, Wahlkämpfe funktionieren grob so, dass man die Menge aller Wähler auseinanderschneidet, wie wir unsere Artikel auseinandergeschnitten haben. Das heißt dann Voter-Targeting. Und bei der US-Wahl konnte man zum Beispiel sagen, ja, man schneidet die Menge der Wähler grob nach Geschlecht, Hautfarbe, Alter und Gehalt. Ne? Und das wird auch in der Tat so gemacht. Dann könnte man sozusagen allen schwarzen Frauen in Kalifornien, die zwischen 30 und 40 sind und über $60,000 im Jahr verdienen, zugeschnittene Wahlwerbung schicken. Und das ist eine relativ grobe Art der Unterteilung und die ist sozusagen analog zu unseren groben Unterteilungen hier auf der linken Seite der Folie. Aber was wäre dann die rechte Seite? Vor einiger Zeit hat dieser Artikel des Schweizer Tagesanzeigers die Runde gemacht. Ich bin sicher, viele von euch kennen den, der ging ziemlich durchs Netz. Ja, der wurde einem am Tag 13 Mal als Lesebefehl geschickt und so weiter und so fort. Also ich glaube, ich habe den bestimmt 50 Mal bekommen, weil ich mich halt auch mit dem Machine Learning auseinandersetze. Und in dem Artikel steht im Grunde, dass eine Datenanalysefirma es geschafft habe, eine extrem feine Unterteilung von Wählern hinzukriegen. Das wäre sozusagen analog zu unserer sehr mächtigen Themenlandkarte. Und in dem Artikel steht weiter, das hätte diese Firma sowohl für die US-Präsidentschaftswahl als auch für das Brexit-Referendum gemacht. Und es wurde dann behauptet, deswegen wäre Trump gewählt worden und deswegen wäre der Brexit durchgekommen. Ne? Das ist natürlich spooky und das verkauft sich gut. Ja, uiuiuiui, ja, dieselbe Firma hinter Trump und hinter dem Brexit, ja, da glüht der Aluhut. Wirklich. Und die sagen, ihre Unterteilung der Wählerschaft sei so fein, dass man jedem Wähler seine genau passende Wahlwerbung schicken könnte. Und sie sagen nicht nur das, sie sagen, sie können das sogar noch genauer. Sie können auch noch genau den Gesprächston treffen, sodass der Wähler wahrscheinlich drauf hört. Generell würde ich sagen, ne, tiefer hängen. Es ist überhaupt nicht klar, was die Firma den beiden Wahlkämpfen überhaupt wirklich gebracht hat. Ja, die Infos kommen nämlich im Wesentlichen von der Firma selbst. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ja, da hat die Firma einen hervorragenden Vertriebler geschickt und der hat dann wirklich der Presse einen brillanten Vortrag gehalten. Und die Presse hat es dann einfach gekauft. So, und die Kernaussage ist doch nur, ihr könnt jetzt Wahlwerbung bekommen, oder Werbung im Allgemeinen, die extrem genau auf euch zugeschnitten ist und euch so effizienter zu Dingen verleitet.
Ne, mit anderen Worten, ja, endlich kriegen nur noch diejenigen Viagra-Spam, ja, die das Produkt auch wirklich benötigen. Das ist ja zunächst mal nicht schlimm. Ja, aber kaufen und eben wählen, das müssen die Leute schon noch selbst. Es ist nicht so, dass Big Data die Leute fernsteuert. Das müssen wir schon festhalten. Also man könnte sagen, wer vor so zielgerichteter Werbung Angst hat, der sollte vielleicht einfach die eigene Urteilsfähigkeit hinterfragen. Und bestimmt, bestimmt haben auch ein paar von euch diesen Gedankengang gehabt und an der Stelle hatte ich keinen Applaus erwartet und sich selbst haben sie sich damit ein bisschen beruhigt mit diesem Gedankengang. Ja, und das Problem ist nur, ich glaube, die eigene Urteilsfähigkeit hinterfragen, das macht kaum einer. In der Realität wählen die Leute doch irgendwie denjenigen, der ihnen am meisten, am emotional passendsten kurz vor der Wahl was zubrüllt. Ja, und so laufen Wahlen. Das ist ja auch politisch so gewollt, ne? Wo kämen wir auch hin, wenn Wahlen irgendwie langfristigen Erfolg belohnen würden, ne? Und dieses emotionale Zurufen, das geht mit so höchst personalisierter Werbung urplötzlich unglaublich effizient. Und das bedeutet, ja, Data Science Techniken können Wahlen beeinflussen. Ja, vorhin hatte ich die Vorratsdatenspeicherung angeprangert. Ja, ich bin ja auf dem CCC, also vermute ich, dass die meisten von euch da meiner Meinung waren. Und damit kommen wir genau zum Punkt. Ne? Wisst ihr, was die Firma aus dem Artikel genommen hat, um die Wähler so ultra genau zu vermessen? Das waren überhaupt keine staatlichen Überwachungsdaten. Das waren Facebook-Likes. Ja, also Daten, die die Leute selbst über sich ins Netz gestellt hatten. Ne? Und es ist wichtig, mit staatlicher Überwachung kritisch zu sein. Ja, das dürfen wir und das müssen wir auch, wenn wir kein Unrechtsstaat werden wollen. Aber wenn wir dann gleichzeitig völlig unkritisch sind mit uns selbst, ja, und wirklich jeden Mist ins Facebook oder ähnliche Plattformen pumpen, ja, dann haben wir nichts gewonnen. Mein Vortrag neigt sich dem Ende. Es kommen jetzt noch zwei Sachen. Eine kleine Überraschung. Und dann habe ich noch eine Bitte an euch alle. Und zuerst gibt es die Überraschung. Ja, habe ich euch vorhin gesagt, ich hätte 100.000 Artikel von Spiegel Online geladen? Ich meinte über 700.000. Ja, ich lade jeden Artikel nicht nur einmal runter, wenn er erscheint, sondern mehrfach in wachsenden Zeitabständen. Ja, und mit anderen Worten, wir können messen, was in Artikeln geändert wurde. So, und aus Zeitgründen gibt es damit keine Riesenauswertung. Erstens aus Zeitgründen hier im Vortrag, aber zweitens aus persönlichen Zeitgründen. Ne, ich muss irgendwann auch nochmal arbeiten. Aber wir haben eine kleine Demo. Ich habe zum Beispiel mal geguckt, ob Titel geändert werden. Ne? Und bei sowas findet man einfach lustige Sachen. Es gibt nicht nur den Titel, der hier offensichtlich ist, sondern es gibt auch zusätzlich den HTML-Titel. Ne? Die Techniker unter euch kennen den. Der wird oben im Browser angezeigt und auch die HTML-Titel erfasse ich natürlich. So, und am 21. Januar, also, ja, wobei der hier sichtbare Artikel ist am 20. Januar 2015 rausgekommen. Und am 21. Januar, und das war einen Tag, nachdem der Artikel erschienen war, wurde mir angezeigt, der HTML-Titel hat sich geändert auf SAP wächst 2014 langsamer als geplant. Ich habe mich dann gefragt, ne, warum wurde er denn geändert? Ja, also wie war der vorher? Ganz einfach. Als der Artikel rauskam, wuchs nämlich nicht SAP, sondern der SAP-Chef wuchs langsamer als geplant. Ja, und sowas finde ich an sich ganz sympathisch, ja, denn es zeigt, dass bei Spiegel Online noch Menschen an den Texten sitzen und keine Computer. Und im Moment heißt der Artikel übrigens, SAP kann Wachstums- und Gewinnziele nicht erfüllen. Also das hat nochmal irgendwem nicht gefallen. Ne? Irgendwann zwischendurch haben sie es nochmal geändert. Also, jetzt wisst ihr erst, wie mächtig der Datensatz wirklich ist. Ne? Ich habe von jedem Artikel diverse zeitlich versetzte Versionen. Und das erlaubt natürlich viel, viel klassere Auswertungen. Und damit fange ich aber selbst erst an. Und deswegen ist heute noch so wenig davon im Vortrag. Aber das war meine Überraschung. Und jetzt kommt meine Bitte. Ja, ihr habt jetzt alles Mögliche gesehen. Wir haben Artikel auf einfache und komplexe Weise unterteilt. Ja, wir haben gesehen, dass verschiedene Arten der Unterteilung und Darstellung verschieden mächtig sind. Und wir haben
verschiedenste Features aus den Artikeln gelesen. Rubrikzeiten, Kommentierbarkeit, Autor, jede Menge weiterer Features sind denkbar. Ja? Auch kompliziertere Features. Ja? Man könnte zum Beispiel für jeden Artikel die darin enthaltenen Links rausziehen und dann gucken, ob bestimmte Autoren Kumpels haben, auf die sie oft verlinken. Ja, der Fantasie sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Und zum Schluss haben wir sogar gesehen, wir können für jeden Artikel messen, was verändert wurde. Ja, wir können zum Beispiel gucken, wo die Leser am meisten randalieren. Ja, da guckt man, indem man guckt, wo die Kommentarfunktionen erst geöffnet und später dann geschlossen sind. Also meine Bitte an euch, ne, jeder, der hier zuguckt, schickt mir bitte eine Mail mit seinen kreativsten Auswertungsideen für den Datensatz. Ne? Und in dem Zusammenhang habe ich noch eine Message, die ihr euch auch mitnehmen könnt, wenn ihr was im Bereich der Data Science macht. Ja? Rohdaten sind geil. Behaltet immer alle Rohdaten, wenn ihr es irgendwie vom Speicher bezahlen könnt. Ne? Dann könnt ihr nämlich im Nachhinein alles Mögliche tun. Ich habe alle Rohdaten komplett da. Das sind über 60 Gigabyte pures HTML. Ja? Und neue Features im Nachhinein dazu auswerten, ist deswegen überhaupt kein Problem. Darum bitte, bitte lasst eurer Fantasie freien Lauf. Erfindet neue Features. Erfindet, wonach die ausgewertet werden sollen. Schickt mir einfach, was ihr euch denkt. Ja, vielleicht ist nicht alles, was ihr wollt, möglich. Und vielleicht schaue ich auch nicht alles sofort. Ich bin ja auch berufstätig und zum Jahresanfang werde ich stramm eingespannt sein. Aber ich versuche, was möglich zu machen. Also einfach einschicken, seid kreativ. Und damit bleibt es mir nur noch, ein dickes Dankeschön zu sagen dafür, dass ihr diese Stunde mit mir verbracht habt. Hier sind noch die Links und bis dann. Ganz so schnell bist du natürlich noch nicht entlassen, weil wir haben noch unsere Fragerunde. Erstmal herzlichen Dank. Immer schön zu sehen, eben wie die Mathematik dann doch sehr spannend sein kann, eben solche Daten zu analysieren. Und ja, wie immer, wenn ihr Fragen habt, tretet vor zu den Mikrofonen. Genau, zu den Mikrofonen und alle, die schnell wahrscheinlich los ein, um sich, ich glaube, da drüben ist der Jahresrückblick mit Fefe startet bald oder so, ich weiß es nicht. Nee, der Fefe sitzt da vorne im Publikum. Sorry, ach, der Fefe. Sitzt doch hier, ja, stimmt. So schnell wird er also noch nicht starten, aber vielleicht wollen schon mal einen Platz. Genau, ich sehe schon, vielleicht rennt ihr dich den Kameraleuten so ganz vors Bild. Gut, wo haben wir Fragen? Ich sehe nicht viel. Ah, da, an Mikro 3, beginnen wir dort. Hi, super Vortrag, fand ich echt klasse. Was mich mal interessieren würde, hast du mal geguckt, ob die Split testen und die Artikel Überschriften ändern anhand von wie viele Leute draufklicken oder sowas? Ja, das würde man messen daran, wie viele verschiedene Titel man so findet und ob, wenn diese Zahl der durchschnittlichen Titel pro Artikel ansteigt, dann passiert das und wenn ich das richtig interpretiere, dann testen sie das gerade. Okay. Also es ist noch nicht übergreifend, es ist nur so stoßweise. Vielleicht will mich auch einer korrigieren von Spiegel Online, aber so wie meine Daten aussehen, ja, habe ich getestet, sie versuchen es gerade. Also was ist Split-Testen? Vielleicht mal fürs Publikum. Man veröffentlicht Artikel mit verschiedenen Titeln und dann guckt man, wo am meisten Leute klicken, bei welchem Titel und der Titel darf dann weiterleben. Ihr verändert also durch euren Besuch direkt die Nachrichtenseite. Mikro 1. Ja, hi. Ich wollte fragen, ob du auch Spiegel Plus Artikel, die es ja seit Mitte diesen Jahres, glaube ich, gibt, mit einbezogen hast. Und wenn ja, hast du einen Plus-Account? Ja, also ich habe die mit einbezogen und natürlich habe ich auch einen Plus-Account, der das vollautomatisch entschlüsselt. Und dazu, also wenn einer Näheres, ich habe mich da wahnsinnig geärgert, kurz als die Plus-Artikel rauskamen, weil ich die halt nicht auf Anhieb dekrypten konnte. Und dazu gibt es jetzt bei mir einen Blogartikel seitdem, wie man die dekryptet. Also. Ich muss übrigens mal was Positives sagen. Die Spiegel-Plus-Artikel sind im Median 1100 Worte lang. Also man muss schon sagen, da kriegt ihr auch was fürs Geld. Mikro 7 oben auf dem Rang. Hast du im Rahmen deiner Analysen auch auf die Inhalte geguckt, dass du vielleicht die Worthäufigkeit analysiert hast und
die Zuordnung zu Ressorts oder zu Schlagworten anhand der Inhalte abgeglichen hast, um vielleicht rauszufinden, ob die Verschlagwortung vollständig oder richtig ist. Dafür habe ich noch nicht gefunden. Es wäre ja, also man kann ja die Schlagworte nehmen, da habe ich es mir bequem gemacht, oder man versucht jetzt eine Analyse zu machen, was die relevanten Worte im Artikel sind, und das habe ich noch nicht gemacht. Das wären dann sozusagen die schöneren Schlagworte. Aber nee, habe ich noch nicht gemacht. Oh, wir schieben mal eine kurze Frage aus dem Internet dazwischen. Ja. Ja, IRC möchte wissen, welche Software du benutzt hast, um die Daten zu sammeln, zu analysieren, zu visualisieren, und ob es die Daten irgendwo gibt, außer bei dir. Okay, also nein, gibt es noch nicht irgendwo außer bei mir, weil ich mir auch gar nicht sicher bin, ob ich die verteilen darf. Ich nutze den Python PyData Stack, und die Software zum Runterladen habe ich mir selbst geschrieben, die läuft auf einem meiner Server, und darüber hinaus nutze ich Pandas für die Analyse. Das ist auf Python aufbauend, und dann diese ganzen Machine Learning Sachen da drüber, Scikit-Learn, also den ganzen PyData Stack, googelt danach einfach, findet ihr viel. Und zum Visualisieren habe ich hier Tableau genommen. Das ist eine Visualisierungssoftware, die halt schon voraggregierte und vorerrechnete Daten bis zu ein paar Gigabyte ganz gut verkraftet, und da kann man sehr schnell schöne Visualisierungen draus ziehen. Und zum Visualisieren der Graphen habe ich Gephi genommen. Mikro 4. Hast du Daten real-time analysiert, oder hast du auch, oder das alles im Nachhinein gemacht? Ich verstehe die Frage nicht. Ob du die Daten, während du sie gesammelt hast, analysiert hast? Ach so, nee, das wird alles rohdatenmäßig gesammelt. Dann wird das im weiteren Schritt erstmal, werden die Rohfeatures rausgepasst. Und das sind dann so wenige, dass sie in der Tat jetzt in den RAM passen und ich dann darauf weitere Higher-Level-Features machen kann. Das passiert so in drei Layern. Also ist nicht direkt dabei, aber während wir gesprochen haben, ist schon wieder 10-mal runtergeladen worden. Also insofern ist das schon gleichzeitig zum Runterladen. Das Runterladen geht weiter. Mikro 3. Eine Idee für zukünftige Auswertungen. Du könntest mal gucken, ob bestimmte Wortgruppen in älteren Artikeln nochmal vorkamen, um zu sehen, welche zusammenkopiert wurden. Du meinst, ja, also so eine Auswertung im Sinne von, in jedem Artikel kriegt ihr durchschnittlich 73% neuen Content quasi, ja? Guter Punkt. Machen wir so. Hallo? Ja. Ja. Ich wollte eigentlich nur kurz einen Denkanstoß geben, aber ich formuliere das mal als Frage. Könnte es sein, dass diese Nicht-Kommentierbarkeit von Israel-Artikeln auch einfach ein Ressourcenproblem ist, weil es da vielleicht dann mehr aus juristischen Gründen zu zensieren gibt für die Redaktion? Das kann also selbstverständlich sein. Zum Beispiel gibt es ja durchaus Singularitäten im deutschen Strafrecht, dass man bestimmte Sachen nicht sagen darf. Ja. Und also, das könnte halt durchaus sein. Hätte es jetzt nur Israel erwischt, hätte ich das auf jeden Fall sofort auch gedacht. Aber ja, kann natürlich sein. Also das ist auch so ganz wichtig an der Data Science. Ich habe das jetzt teilweise ein bisschen ketzerisch vorgetragen, aber natürlich müsst ihr schon selbst nochmal gucken, was ihr aus den Daten folgert. Ja, natürlich, das kann sein. Am besten wissen das natürlich nur die Spiegelleute. Aber Israel war ja nicht der einzige Punkt, der nicht kommentierbar war. Und zur reinen Justiz gibt es keine Singularität im deutschen Strafrecht. Mikro 6. Hallo David, vielen Dank für den Talk. Hast du überlegt, die Software irgendwie Open Source anzubieten, dass man es beispielsweise für andere Quellen anpassen kann, Tagesschau etc.? Habe ich nicht überlegt, aber ehrlich gesagt, so aufwendig ist es auch nicht. Ihr schreibt euch ein Skript, was halt alle paar Minuten mal losläuft und die Artikel runterlädt. Und das speichert es dann in der Datenbank. Fertig. Also das Open Source ist das Uninteressanteste, was es gibt. Das findet ihr in 1000 Varianten sauberer, als ich das gemacht habe, nochmal, glaube ich. Aber ja, man könnte meine Vergleichsausweise mit anderen Medien starten. Ja. Eins. Wie hast du den Strain aus deiner Karte entfernt? Du hast da dann eine ganze Menge Dimensionen auf 2 Dimensionen runtergebrochen. Und den was aus meiner Karte entfernt? Die Spannung. Weil du hast ja sehr viele Dimensionen auf 2 Dimensionen projiziert. Und wie hast du sichergestellt, dass da jetzt nicht Inseln beieinander sind, die gar nicht zusammengehören, oder manche anderen nicht beieinander sind, die aufgrund von Inseln, die dazwischen liegen, eben nicht nah genug beieinander rankamen? In der Theorie kann man das nie ganz ausschließen, aber an dem Graph steckt sehr viel Verfahren drin. Also ich habe zunächst mal zugesehen, dass ich überhaupt nur die wichtigen Kanten pro Knoten behalte, sonst hat man nämlich wirklich viel zu viele Kanten. Und dann gibt es da professionelle Graph-Layouting-Verfahren für. Also Gephi bietet was an, das heißt Force Atlas 2. Und das war das, was ihr in dem hübschen Video gesehen habt. Damit geht das sehr gut. Also du musst natürlich ein bisschen Schmackes da rein investieren, wie du die Kanten vorher ausfilterst.
Und dann, aber dann bist du immer noch nicht sicher in der Theorie, aber dann siehst du ja, ob das Bild gut wird oder nicht. Mikro 2? Du meintest, du warst im Oktober beim Spiegel. Ja. Wie waren deren Reaktionen zu deinen Analysen? Positiv. Ob das jetzt nur daran lag, dass sie sowieso nichts dagegen tun können, weiß ich nicht. Aber ehrlich gesagt, hab ich das als sehr positiv und interessiert wahrgenommen. Und auch ich habe was gelernt. Und das war eigentlich ein ziemlich cooler Termin. Also sportlicher als die Kollegen bei Xerox, sag ich mal. Nochmal oben der Rang. Ist vielleicht auch wieder eine Suggestivfrage. Vielleicht geht es auch in Richtung einer Möglichkeit, wie man weiter forschen könnte. Das Verfahren mit dieser Physik, die du benutzt hast, um die thematische Nähe verschiedener Tags zueinander zu bestimmen, wäre es mathematisch nicht korrekter, wenn du einfach eine Singulärwertzerlegung der Adjazenzmatrix dieser Schlagworte baust, ähnlich wie Google PageRank das gemacht hat. Aber ob man das dann kann man da nicht so einen schönen Graphen draus basteln und das Verfahren, was ich da genommen habe, es kommt wahrscheinlich was Ähnliches raus, seien wir ehrlich. Ich sehe ja die Werte der Kanten und wahrscheinlich ist es am Ende dasselbe. Ja, wenn du genug Dimensionen benutzt, ist es eigentlich äquivalent. Ja. Alles ist still. Mensch. Nee, 3, ja, du bist. 3? Ah, okay. Nochmal kurz zu den Landkarten. Das sind irgendwelche Monte Carlo Methoden, die diese Springs im Endeffekt positionieren. Wie stabil sind die? Ich denke nicht, dass man dafür, also ich habe mich da in die Theorie nicht eingearbeitet. Das würde mich wundern, wenn du da eine Stabilität drüber nachweisen könntest. Feststeht, sie sind etabliert für große Graphen, weil da ist sowieso nichts mehr zu planarisieren in der Größe und dann sieht man halt zu iterieren, bis es stimmt und wenn es schlecht aussieht, dann drückt man nochmal auf den Startknopf. Also so ist wirklich die Praxis. Hallo? Hast du mal Markov auf deine Daten geworfen, um Spiegelartikel zu generieren? Nein. Könntest du mir bitte damit eine E-Mail schicken? Sehr gerne. Oh, wir haben Spaß. Ich sehe das schon. Also, dann machen wir aber nicht nur... Dann machen wir aber nicht nur die Artikelgenerierung, sondern dann wird bitte auch direkt mal dazu generiert, ne, zu welchem Thema kommentiert werden darf und welchen nicht. Ne? Autoren generieren ist auch schön. Ja. So, ich glaube, wir sind auch langsam am Ende unserer Zeit. Wer noch Fragen an David hat, du bist sicher gleich noch. Ich gehe jetzt da raus zur nächsten Bierbar, die da ist. Falls die nicht vor Saal 2 ist, ist die vor Saal 1, dann bin ich da. Gut, sonst damit lässt sich's finden. Ja. Wir machen jetzt DDoS auf die Bierbar. Ja. Ja, ist ja auch Zeit. Dankeschön. Auch von mir nochmal einen herzlichen Dank, uns einfach mal die Mathematik so näher zu bringen und vor allem ein Bewusstsein für die Daten, die wir überall hinterlassen. Vielen Dank.